Das ist echt eine nette Geste, dass man einfach wieder mal so hängen gelassen würde. Und das ist... Entschuldigung. Das ist allerdings wirklich so eine klischeehafte, typische Sache. Wo muss ich denn? Da muss ich lang. Okay. Aber was das für Gegner sind, das ist schon mies. Ach so, hier bin ich hingekommen. Herausgekommen. Krieg ich von denen aber? Nein, anscheinend nicht. Bin ich jetzt. Ja, ich bin schon zu weit. Ah, da muss der liebe Isaac das wohl wieder selbst in die Hand nehmen. Hacken, hacken, hacken. Nein, ich mich nicht. Nein, das kommt zeitlich im Kampf. Nicht ganz so knapp werden, wie ich jetzt zuerst mal dachte. Habe ich damit jetzt den Aufzug aktiviert? Ich weiß es nicht. Ich erfreue mich einfach daran, dass ich mit einem Aufzug fahren kann. Ui, ein Lastenaufzug. Isaac ist fett. Isaac ist kugelrund. Ja. Stirbst du noch oder lebst du schon? Aber man muss wohl sagen, die Viecher haben wohl von oben darauf gewartet, ne? Willkommen in der Basilika. Diese über alle Maßen schöne Halle dient als Startpunkt vieler unserer formellen Zeremonien. Ihre Architektur ist reich an Symbolismus und die Bleiglasbecken wurden aus dem Sand des lange verschollenen Jupitermondes Io hergestellt, was sie nahezu unbezahlbar macht. Erfreuen Sie sich an dem Licht und der Liebe, die dieser Raum spendet, wie so viele es vor Ihnen schon getan haben. Also, das, was der Typ sagt, da trieft ja schon der Schleim von der Decke. So gefällt mir die Wut von Isaac. Jawohl, ja. Da muss ich lang, aber auf der anderen Seite gibt es auch noch was zum Öffnen. Ach, da komme ich gar nicht lang, da kam ich ja her. Stimmt ja. Kling, kling, kling. Die Basilika. Überaus schön. Will nicht geöffnet werden. Ein Isolierungsraum. Die Musik wird jetzt auch wieder interessant. Westfoyer, Kapelle der Vereinigung. Bitte verhalten Sie sich still, wenn Sie die kirchlichen Bestattungsrituale beobachten. Blitzlichter und holographische Aufnahmen sind innerhalb der Kirche nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Interessant, dass die da schon die anderen Zeichen da reingestopft haben. Zimmer? Ist das nicht? Ach so, das Zimmer. Okay, langweilig. Ich frag mich ja schon, was uns in der Kapelle erwartet. Also im Innern der Kirche. Wir sind hier jetzt gerade noch im Außenbereich.
Langsam reicht's mir mit den scheiß kleinen Viechern. Wisst ihr, da wollte ich mir gerade diesen schönen, netten Text anhören und dann... kommt sowas bei rum. No. Ich will den Teddybär. Ja, ja, der Tod ist ein Segen. Ach, das ist eine Beerdigung. Gut, bei Krypta hätte man wohl schon drauf kommen können, ne? Nein, ist nicht wahr. Haben wir etwas Spaß mit ihm? Ja, gut funktioniert. Blöd, Mann. Ja, dazu muss er so kommen. So, was damit? Sonst spackt die Tür nachher wieder so ab. Passiert was? Passiert was? Passiert nichts? Man weiß es nicht. Ich schaue schnell auf die Uhr. Ja, gut. Wir sind bei der Hälfte des Parts angelangt. Der Marker! Es tropft? Das ist aber doof mit meinem Anzug. Weil dann wird er ja ganz nass und rostet und dann bietet er mir nicht mehr so viel Schutz, wie er eigentlich sollte. Kapitel 5. Irgendwie übersteigen wir ziemlich schnell die Kapitel, habe ich immer noch das Gefühl. Aber es gibt hier, glaube ich, 13, 14 Kapitel oder so, hat mir mein Bruder gesagt, der hat das Spiel ja schon durch. Und der meinte, in Kapitel 7 war das, glaube ich, gibt es etwas sehr Interessantes. Oh nein. Und ja. Jetzt kommen wir in den Demo-Bereich von Dead Space 2. Wunderschön. Ja, den Demo-Bereich, den kenne ich allerdings auch schon. Blub, 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 blub. Das ist ein frisches Diebens. Ich bin nicht umsonst gerade so still. Da fehlt was. Hier war vorhin noch etwas, ne? Okay, das finde ich jetzt schon komisch. Aber ich glaube, jetzt kommt auch der Punkt, wo wir Freunde kriegen. Ah, ich habe wieder so wenige FPS. Das stört mich. Das stört mich, das stört mich. Oder im nächsten Raum. Ich glaube, es ist jetzt der Raum, wo die Freunde kommen. Man hört sie. Man hört sie. Kommt schon.
raus aus euren Verstecken. Ihr jämmerlichen kleinen Maden. Kommt zum Vorschein und lasst euch einfach abschießen. So wie wir beide es gewohnt sind. Oder dann kommt ihr hier. Ist mir auch recht. Zack. Ah. Langsam nervt es immer, die gleichen Räume zu sehen. Ich wusste, dass die rausspringen, aber ich dachte nicht, dass der jetzt gerade genau aus dem rauskommt. Böse, böse. Und noch ein Raum, der genauso aussieht, Fragezeichen. Ach nee. Die Kühlkammer. Wie ätzend. Hier sieht es aus, als wenn hier mehrere kommen würden, ne? Jetzt macht's wahrscheinlich direkt wusch. Ja, ich habe mich diesmal nicht erschrocken. Ich habe mich jetzt erstmal vor dem Schatten von Isaac erschrocken. Nicht vor dem, sondern vor dem eigenen Schatten. Ich komme hier lang und plötzlich ist das Schatten da. Oh my God. So, jetzt reicht es. Sehr schön, dass einige tot sind, aber andere wiederum sind es nicht. Dem hat irgendwas überrascht. War ich das etwa? Juhu! So, jetzt muss ich eben nochmal fix auf die Uhrzeit schauen. Attack-Slog. So, ich lese euch jetzt noch diese Geschichte vor. Und dann wird dieser Part auch ein Ende finden. Und wieder auf L. Steckengebliebene Särge. Ich trinke eben noch kurz. Ah. Ah. Anlagen, Arbeitsanweisung. 11.87.45. Problem, Kryptasärge bleiben auf den Schienen stecken. Reparaturstatus. Schienensystem, das die Särge in die Krypta bringt, wurde inspiziert. Ein Sarg steckte innen fest. Schwerelosigkeit wurde deaktiviert und der Sarg per TK befreit. Telekinese. Sarg ist beschädigt, da mehrere Versuche nötig waren. Fail, hätten sie doch so jemanden wie mich? Wie einen Isaac. Wer würde das 0,0 schaffen? Schienensystem wurde inspiziert. Mehrere Stützstreben hatten sich gelöst und lagen auf den Schienen. Die Kälte in der Krypta ließ die unsauber geschweißten Nähte porös werden. Schienen wurden neu ausgerichtet und Stützstreben wieder angeschweißt. Test mit 5 Särgen verlief reibungslos. Arbeit ausgeführt, Ticket geschlossen. Geschätzter Arbeitsaufwand, 5 Stunden. So, und
freue mich dann gleich mal, was wir hinter den nächsten Türen entdecken. Bis dann, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space 2. Willkommen zurück bei Let's Play Dead Space 2.